Es lebte einmal am Rande eines großen Waldes ein kleines Mädchen mit goldenem Haar. Wegen ihrer strahlend blonden Locken nannte man sie Goldlöckchen. Jeder war vom Anblick ihrer Haarpracht verzaubert. Aber obwohl sie so niedlich aussah, konnte sie von Zeit zu Zeit ein recht ungehorsames kleines Mädchen sein. Jedes Mal, wenn sie zum Spielen nach draußen ging, musste ihre Mutter sie warnen. Schatz, bitte bleibe im Garten und laufe nicht in den Wald hinaus. Tief im Wald, in einem kleinen Haus, lebte die Bärenfamilie. Papa Bär mit den breiten Schultern, Mama Bär mit dem rosa Haarband und der kleine Babybär. Mama Bär stand jeden Morgen früh auf, um zum Frühstück Haferbrei zu kochen. Eines Morgens wachte Babybär früher auf als sonst und begann sofort seinen Haferbrei zu essen. Aber er war noch viel zu heiß. Mama, können wir im Wald spazieren gehen, bis mein Haferbrei abgekühlt ist? Mama, Papa und Babybär ließen ihren Haferbrei auf dem Tisch und gingen in den Wald. An diesem selben Morgen spielte Goldlöckchen mal wieder im Garten, während ihre Mutter das Frühstück vorbereitete. Aber sie fand es bald langweilig, immer nur im Garten zu spielen. Und sie war so neugierig und wollte wissen, was sich dort im tiefen Wald befand. Was soll schon passieren, wenn ich nur ein bisschen spazieren gehe? Sie sah sich um. Als sie sich sicher war, dass niemand sie sehen würde, lief sie los in den Wald hinein. Als sie außer Atem war, blieb sie stehen und sah sich um. Was für ein schöner Wald! Blumen, Bäume! Warum bin ich noch nie hier gewesen? Und sie begann...
Also setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl. Dieser war sehr gemütlich und hatte genau die richtige Größe für sie. Doch plötzlich brach der Stuhl mit einem lauten Krach unter ihr zusammen. Goldlöckchen saß verdutzt auf dem Boden und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie lief in das Nachbarzimmer und dort standen drei Betten. Ein großes, ein mittleres und ein kleines Bett. Auf seinen Haferbrei. Als sie zu Hause ankamen, setzten sie sich sofort an den Tisch. Aber als Papa Bär in seine Schale schaute, sagte er verärgert: Jemand hat von meinem Haferbrei gegessen. Mama Bär sah auch in ihre Schale und sagte: Jemand hat auch von meinem gegessen. Und als Baby Bär in seine Schale blickte, begann er zu weinen. Dieser jemand hat auch meinen Haferbrei probiert. Und nicht nur probiert, sondern ganz aufgegessen. Sie standen auf und sahen sich um. Papa Bär bemerkte seinen Stuhl vor dem Kamin. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen. Er wurde verschoben. Auch Mama Bär hatte etwas bemerkt. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen. Und wie zuvor begann Baby Bär wieder zu weinen. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen und hat ihn zerbrochen. Vorsichtig ging die Bärenfamilie in das Schlafzimmer. Jemand hat in meinem Bett gelegen. Schau, es ist ganz durcheinander. Jemand hat auch in meinem gelegen. Jemand hat auch in meinem Bett gelegen und schläft immer noch darin. Papa Bär kam herüber zu Baby Bärs Bett und er sah, dass tatsächlich jemand darin lag. Vorsichtig zog er die Bettdecke zurück und sie waren alle sehr überrascht, als sie das kleine Mädchen erblickten. Was macht dieses kleine Mädchen in unserem Haus? Sag dem kleinen Mädchen, es soll sofort aus meinem Bett raus. Goldlöckchen wurde von Babybärs Weinen geweckt. Als sie die drei Bären vor sich stehen sah, erschrak sie sich schrecklich und lief so schnell sie konnte davon. Sie lief aus dem Haus hinaus und rannte, ohne sich umzusehen. Sie war ganz außer Atem, aber sie blieb nicht stehen. Und sie wusste gar nicht, wohin sie laufen sollte. In diesem Moment sah sie ihre Eltern durch den Wald laufen. Als Goldlöckchen nicht zum Frühstück erschienen war, waren sie losgegangen, um sie zu suchen. Goldlöckchen war sehr froh, ihre Eltern zu sehen. Sie lief zu ihrer Mutter und umarmte sie. Oh, Mama! Wir waren so besorgt. Geht es dir gut? Von jetzt an werde ich immer auf dich hören. Ich werde nie wieder weglaufen, ohne Bescheid zu sagen. Goldlöckchen umarmte ihre Eltern ganz fest. Von diesem Tag an, wie sie es versprochen hatte, hörte sie immer auf ihre Eltern und machte nichts Unerlaubtes mehr. Sie war für immer ein braves und gehorsames Mädchen. Eines Tages war ein schlaues Kaninchen auf dem Weg zu seinem Haus im Wald, als es ein schreckliches Geräusch aus dem Inneren seines Hauses hörte. Ich bin der unbesiegbare Krieger, der 1000 Schritte macht,
Ich kann ein Nashorn unter meinen Füßen zertrampeln und einen Elefant wie ein Insekt zerquetschen. Niemand kann mich besiegen. Das Kaninchen war sehr erschrocken über das, was es hörte, und lief sofort von ihrem Haus weg. Und nach einer Weile begegnete sie einem Fuchs. Hey Fuchs, jemand hat mein Haus im Wald in Beschlag genommen. Könntest du ihn überreden zu gehen? Natürlich, Kaninchenschwester. Der Hase und der Fuchs gingen zum Hasenbau. Der sehr selbstbewusste Fuchs rief in die Höhle. Hey, wie kannst du es wagen, in das Haus meines Freundes einzubrechen? Ich bin der unbesiegbare Krieger, der 1000 Schritte macht. Ich kann ein Nashorn unter meinen Füßen zertrampeln und einen Elefant wie ein Sack zerquetschen. Niemand kann mich besiegen. Der Fuchs hatte nicht mit einer so kühnen Ankündigung gerechnet und wusste vor lauter Angst nicht, was er tun sollte. Es tut mir leid, Hasenschwester, aber ich könnte niemals gegen jemanden gewinnen, der einen Elefanten zerquetschen kann. Als der Fuchs weglief, bekam das Kaninchen noch mehr Angst. Sie begann traurig zwischen den Bäumen umherzulaufen und stieß schließlich auf ein Nashorn. Hey, Nashorn! Jemand, den ich nicht kenne, ist in mein Haus im Wald
ein hungriger Wolf, dessen Magen knurrte. Er hatte ein Auge auf drei schmackhafte junge Schweine geworfen und wartete auf eine Gelegenheit, sie zu fangen, um sie zu seinem Abendessen zu machen. Das älteste der Schweine war gierig und gefressig. Er aß immer das Essen seiner Brüder und teilte sein eigenes nie mit ihnen. Hey, der Apfel gehört mir. Ich heb ihn mir für später auf. Ein gieriges, gefräßiges Schwein, hä? Huh? Ich wüsste, wie ich eins fangen kann. Der böse Wolf legte einen der Lieblingsäpfel des gefräßigen Schweins auf den Waldweg. Und er stellte eine Falle am Ende der Straße auf. Und jetzt iss ganz viele von den Äpfeln, damit ich satt werde, wenn ich dich fresse. Das riesige, gefräßige Schwein war überglücklich, als es auf dem Heimweg bemerkte, dass es viele verschiedene Äpfel auf dem Boden liegen hatte. Meine Lieblingsfrucht. Njam, njam, njam. Was ist das? Noch ein Apfel. Njam, 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 njam. Was? Es gibt so viele Äpfel hier? Ich muss sie alle mitnehmen, bevor meine Brüder sie sehen. Denn sie gehören mir. Mir. Als das riesige, gefräßige Schwein den letzten Apfel pflücken wollte, zog der Wolf an der Schlinge und ein riesiges, schweres Netz fiel auf das Schwein. Obwohl sich das Riesenschwein wehrte, konnte es nicht aus dem Netz entkommen. Hilfe! Hilfe! Was ist los hier? Hilfe! Du bist in meine Falle gegangen. Ich nehme dich mit nach Hause und fresse dich, du gefräßiges kleines Schwein. Zu dieser Zeit hörten die Schweinebrüder, die sehr hungrig waren, die Stimme ihres Bruders. Hilfe! Hilfe! Lasst mich gehen! Hilfe! Als sie in großer Eile zur Waldstraße eilten, sahen sie, dass der böse Wolf ihren großen, gierigen Bruder gefangen hatte. Oh nein, wir müssen ihn retten! Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe Angst vor dem großen Wolf. Trotz allem beschlossen die tapferen kleinen Schweine, ihren Bruder zu retten. Sie folgten ihm, als der Wolf das Riesenschwein in seine Höhle brachte. Müde vom Tragen des Riesenschweins schlief der Wolf ein. Psst, hey! Hallo, ist da jemand? Sei still. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Die Schweinebrüder versuchten, den Wolf zu schubsen, um ihren Bruder zu retten. Aber sie konnten es nicht, weil sie nicht stark genug waren. Wenn du uns die Äpfel gibst, die du in der Tasche versteckt hast, können wir vielleicht unsere Kräfte sammeln und dich retten. Nein, die gehören mir. Wenn ich hier rauskomme, esse ich sie alle alleine. Ach, der Klang der Schweinchen, die Stimmen, verfolgen mich im Traum. Ich werde sie alle fressen, eins nach dem anderen. Dann gehen wir eben und du bleibst hier bei diesem Wolf. Das Riesenschwein war endlich überzeugt. Warte, okay, nimm sie. Aber einen behalte ich für mich. Schweinchen? Ah, okay, na gut, nimmt sie alle. Die Brüder aßen das Essen, das ihnen das riesige, gefräßige Schwein gab und konnten den Wolf schließlich zur Seite schieben. Gemeinsam schafften es die drei Schweinebrüder, das Riesenschwein aus dem Netz zu befreien und das mit großer Mühe. Dann kehrten sie schnell nach Hause zurück. Als der böse Wolf erwachte, war er sehr wütend, weil das Schwein entkommen war. Niemand stiehlt mir mein Essen. Das riesige, gefräßige Schwein verstand, dass das Stehlen des Essens anderer Leute eigentlich Gier war. Und von diesem Tag an teilte er gerne alle seine Lieblingsspeisen mit seinen Brüdern, vor allem diese schönen bunten Äpfel.